Okay, nächstes Save. Zwing ich dich zu Dark Souls. Das Rollen kann doch keiner mit ansehen. Nee, Dark Souls kannst du vergessen. Das wird bei mir nicht gespielt. Das kannst du knicken. Das kannst du knicken. Das kannst du dir sonst wohin stecken. Und wenn Dark Souls sehen willst, obwohl Blake hat es glaube ich schon fertig gespielt. So viele Schädel hier. Und die sehen alle schöner aus. Ich fürchte mal, die dürfen wir nicht nehmen, oder? Die dürfen wir alle nicht nehmen. Wenn wir einen davon nehmen, kommen wir nicht an die Statue ran. Wenn du das einmal durch hast, wirst du in jedem Spiel Meister im Ausweichen. Glaub mir, ich habe schon oft genug gespielt. Vergiss es. Dark Souls wird es bei mir nicht geben. Das ist. Weigere ich mich zu. Kannst mich noch so sehr überreden. Für nichts in der Welt. Also ich sammle jetzt einfach die. Ah, okay. Verstehe. Gibt Schaden. So ein Mist. Dürfen wir einsammeln, aber gibt Schaden. Fiese Nummer. Das sind hier wirklich viele. Das wäre zu schön. Nee, nee. Allein schon wegen der Bosse. Wenn du bei einem Boss in Dark Souls stirbst, dann bist du nämlich. Das wäre zu frustrierend für mich. Nee, komm. Brauchen wir nicht drüber nachzudenken. Vergiss es. Bei aller Liebe. Da kommen wir dann wieder zurück. Bei aller Liebe und beim besten Willen schminkst du ab. Brauchst du gar nicht den Gedanken zu behalten. Das kannst du hier und wird's nicht geben. Nein. Nein. Das ist eine Statue. Statue der Sünde des Knights. Gut gemacht, Jack. Wir sind fast fertig. Geh zur Gruft vor der Kathedrale. Eine Aufgabe ist noch offen. Bin dabei. Sich wechseln, aber hier mal zu dem Kollegen hier wieder. So. Okay, dann also Sekiro Hellpoint, Ashen Mortal Shell, Demon's Souls auf dem Emulator, Neo Cuphead. Eins davon kenne ich, Cuphead kenne ich. Ist wahrscheinlich alles sowas. Cuphead wird es bei mir auch nicht geben. Kannst du knicken. Cuphead ist auch wieder so ein Frustrationsgame. So ist es besser. Vielleicht irgendwann mal als Test in einem kurzen Part kann man es mal machen. Also Fortnite habe ich ja auch schon mal als Let's Test gespielt, aber ja, als Let's Play nicht. Nachschauen, was sich in der Kiste befindet. Ich weiß doch schon, was sich da drin befindet. Nächster Bossgegner. Ein Portal. Und was? Der nächste Boss. Hätte das erwartet. Na gut, dann Rage in Peace. Hm? Hm? Ja gut, ich äußere mich mal lieber nicht. Dazu sage ich mal lieber nichts. Kann möglicherweise sein, dass da demnächst mal was kommt. Vielleicht auch nicht.
Ich weiß nicht. Wie besiegen wir den Kollegen denn jetzt hier? Wie kommen wir an dich denn ran? Die Messer abwerfen oder was? Gerade mal Waffe wechseln. Müssen wir hier eh nochmal neu starten. Und nun ins Portal rein oder was? Und was machen wir denn hier? Wie besiegen wir den? Ausweichen und auf den Mund springen, wenn die Säulen auftauchen. Ich bin gleich eh kaputt. Und dreimal müssen wir den. Na komm, mach mich alle. Mach mich alle. 249 Tode. Ich krieg hier noch einen Rekord. Das ist Völlerei. Spring, Jack. Jo. Auf die Säulen müssen wir da drauf. Die Kollegen, die noch besiegen. Na komm. Mach die Säulen. Nun auf die Säulen und dann rein da. Wir sind in seinem Bauch. Ach du Schreck. Und nun dann sterben wir hier drin. Ist wahrscheinlich auf die Säulen drauf. Na was? Der Kopf besteht aus diesem Glipperzeugs. Aber wie, aber was, aber wo, aber warum, was wenn? Was haben wir denn hier gemacht? Und was machen wir da drin jetzt? Ach du Scheiße. 250 Töne. In den Säulen, in die Säulen prallen lassen. Was in den Säulen prallen lassen? Wie uns, oder? Das ist übrigens nicht sein Mund, sondern sein Bauch. Oder ist das doch sein Mund, was darauf geht? Ins Portal. Geh mit der Krea erledigen. Gut. Säulen. Verdammt. Säulen. Zu langsam. Er hat keinen Unterkiefer, also. Nein. Auch Heilung. Die verdammten. Säulen. So rein da und jetzt auf die. Sehr gut. So ist das wahrscheinlich gemeint hier. Säulen zerstören lassen. Verdammt. Okay. Da kriegt er Schaden. Erste Runde geschafft. Und da waren es nur noch zwei. Der wird ja immer heftiger. Nach einer Runde. Und dann greifen die Viecher auch noch an. Oh Kacke. Wie soll das denn in der dritten Runde werden? Sorry dann. Jetzt. Verdammt. Ich bin zu unkonzentriert. Ich bin so unkonzentriert. Lass mich dich das nicht nochmal von vorne machen. Lass mich dich nicht nochmal von vorne machen müssen. Schlecht hoch und
Schwächer Marsch. Und renn da. So, hier. Na komm, ausweichen. Und Säule. Aushalten. Und hier, geht drauf. Sehr gut. Zweite Runde geschafft. Müssen wir noch die dritte übernehmen. Sieht nicht gut aus. Zu viel Schleim hier. Huha. Da kriegen wir zumindest ein paar Heilungspunkte bei den Kollegen. Oh, Kacke. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Und gleich rein in die Matsche. Söhnen uns drauf. Na komm, das können wir doch hinkriegen hier. Das nächste Säule. Nein, nicht mich, die Säule. Die Säule. Die Säule. Die letzte Säule, die letzte Säule, die letzte Säule, die letzte Säule, die letzte Säule. Die letzte Säule. Puh. Besiegt. Mannschaft freigeschaltet. Satzmacher. Besiegt. Das, du hast sie wohl bezwungen. Du hast die Flocke bezwungen. Gute Arbeit, Jack. Hui ha. Diese Statue hat die Sünde der Völlerei in sich getragen. Das ist die letzte, Jack. Gehen wir zum Architektenspinner. Sorry, da habe ich mich kurz. Ein HP. Du meine Fresse, das war knapp. Wie immer bei mir. So muss das. Kein Safepoint hier? Wie schade. So, immerhin, den Boss haben wir besiegt. Jetzt gibt es wahrscheinlich gleich eine neue Waffe. Hallöchen, ich muss dich loben, Jack. Gut gemacht, die 7 Todsünden wurden befreit. Warte mal, das meinst du damit? Ich dachte, die Statuen waren verflucht oder so. Die Statuen waren nichts weiter als Siegel, hinter denen die Sünden zum Schutze der Menschheit weggesperrt wurden. Doch nun hast du sie befreit. Und jetzt, da ihre Macht freigesetzt wurde, kann ich das Portal gen Norden öffnen. Na, wenigstens habe ich unseren Beitrag zum Weltuntergang geleistet. Öffne das Portal, Architekt. Ich muss einen Zauberer umlegen. Wie du wünschst, Steck, doch sei gewarnt, der Zauberer ist klug und mächtig. Deshalb gebe ich deinem gefiederten Gefährten etwas von meiner Vervielfältigungsgabe. Sobald ihr durch das Portal schreitet, wird dein Gefährte imstande sein, nach Belieben Kopien von sich zu erschaffen. Das heißt, ich darf mich mit mehreren Ausgaben dieses Luftikus herumschlagen. Wow. Na, herzlichen Glückwunsch. Dein kleiner Kumpel leistet dir gute Dienste, Jake. Du sollst seine Unterstützung wertschätzen. Das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen, Jack. Geh jetzt, töte den Zauberer und stürze die Welt ins Verderben. Okay. Na dann. Geht's jetzt wohl zum finalen Level, wie es aussieht. Oder auch nicht. Können auch noch mehrere Gebiete zwischen ihnen. Wer weiß. The final leg of the journey has begun. Inside the expansive cemetery, Jack delves deep into a demonic neighborhood that lies within, filled with monsters, gargoyles, and the spirit of the dead. Jack meets with the Architect, an agent of the devil sent to deliver Jack to the wizard's destination with the power of the 7 deadly sins, long since plugged by humanity's virtuous knights. Destroying 6 of the idols, restricting the power of the sins, Jack slays the embodiment of gluttony itself to unseal the power of the sins, the greatest force of evil known throughout history. Using his great magic and the sins' power, the Architect constructed a portal to the far, far north, where the wizard now attempts to unlock the secrets of the amulet to usurp the devil's power.
time is certainly running out for Jack and his companions. If they cannot traverse the harsh and bitter north, the wizard's final defenses against the darkness, then he will fail in his mission. Oh, es wird winterlich. Ich sehe, es wird winterlich. Winterlich. Rechts der Architekt gab dir einen neuen Zauber während des Ladebildschirms. Mhm. Okay, dann vervielfältige dich. Kannst das noch nicht? Dann müssen wir es erst lernen, wie es geht. Oha. Ich sehe schon. Ich habe jetzt den Krähenzauber oder was? Ah ja, hier, Krähenzauber. Interessant. Ja, ich weiß nicht, wie mächtig der ist, aber... gar nicht schlecht. So, jetzt sind wir hier im Winter- und Weihnachtsgebiet. Krähenangriff. Magie. Na hallo, Jack. Ist das nicht ein toller Aussicht hier? Geht's dir gut? Du siehst aus wie frisch aus dem Tiefkühlfach. Es ist eiskalt, ja, du Kauz. Als der blöde Architekt meinte, wir müssen in den Norden, habe ich doch nicht damit gerechnet, dass es so weit in den Norden geht. Schätzt der Zauberer braucht ein bisschen Privatsphäre. Brrr. Warum bist du diesen kalten, dieser Kälte noch nicht zum Eulenzapfen erstaunt? Ich bin ganz aus dem Häuschen, richtig aufgeregt, Steck. Jetzt geht's ans Eingemachte. Noch ein bisschen weiter nördlich von hier kanalisiert der Zauberer die Macht des Amonets. Weihnachtsgebiet trifft es. Aha. Noch ein bisschen weiter. Okay, das hatten wir schon. Amonett stand da noch irgendwas. Es ist deine letzte Chance, dem Knirps zu zeigen, wo die Hake hängt, Jack. Du meinst, wenn ich vorher nicht zum Kürbissorbet erfroren bin? Mach dir einfach warme Gedanken, Jack. Das sagen sie alle. Warme Gedanken. Von wegen. So. Hier noch ein paar Krähenschnäbel. Gut. Na dann, die Weihnachtslander. Ist das schon das letzte Gebiet oder kommt da noch was? Schaurige Schneemänner voraus, Jack. Pass den Kerl einen ordentlichen Gefrierbad. Aha, Pumpkin-Schneemänner. Ich kämpfe hier erstmal mit dem Krähenzauber. Niemand hat mir gesagt, dass es nur so kalt ist. Krähenstapel. Na, Krähenstapel. Ja, damit. Dankeschön. Ich würde auch mal gerne wieder... Ja, hier. Meine Lieblingswaffe. Die Krähenattacke können wir später nochmal wieder verwenden. Bosskämpfe und so. Bin zufrieden mit dem hier. Schneemann. Nicht hoch. Ja, ist jetzt eigentlich schon fast Winter bei uns hier. Und ich das hier spiele hier im Stream. Ist eigentlich in RL fast schon Winter. Aber so Weihnachtslicht wird es bei uns wahrscheinlich nicht aussehen. So winterlich verschneit. Zumindest nicht hier in Osten von Deutschland. Bei Modi könnte es fast so sein, also bei Modi
in Bayern. Ich habe gehört, da soll es ab und zu mal schneien. Da soll es durchaus möglich sein, dass es da Schnee gibt. Aber hier in Sachsen, naja, unwahrscheinlich. Hier wird es wahrscheinlich eher nicht so schneien. Können wir uns nicht darauf verlassen. Schneit's vielleicht kurz vor Ostern manchmal noch. Wenn dann vor Ostern. Im April dann manchmal. Im April, März, April. War zumindest früher so, aber mittlerweile auch nicht mehr. Gar kein Schnee mehr. Gibt's irgendwie mittlerweile gar nicht mehr. Schade. Winter nicht verschneit. Ich freue mich schon auf August 2025. Nee, das wird ja mal weniger, wenn dann tropische Temperaturen haben. 2025 werden wir hier schön Weihnachten in der Hitze feiern können. Schnee fällt hier bei uns gar nicht mehr. Zumindest da, wo ich bin. In Bayern kann das schon mal durchaus vorkommen. Da kann schon mal. Das ist ja hier Grenze zu Österreich. So in Bayern und Österreich. Kann das ja schon mal. Jetzt haben wir hier die verdammten Sniper wieder. Aber im Norden und im Osten Deutschlands. Naja. Sehe ich schwarz für Schnee. Du benutzt meine magischen Brücken. Man sollte dir zu Weihnachten ein Gehirn und Manieren schenken. Ach so, an aus. Das ist eine magische Brücke oder was? 2025 haben wir entweder Polarverhältnisse oder gehen Bananen und Baumwolle pflücken. Eins von beiden. Ich gehe eher auf den zweiten aus. So wie es sich momentan entwickelt. Polarverhältnisse kriegen wir hier nicht. Das ist. Guck mal hier, wie in Neuseeland. Wir wollten ja mal nach Neuseeland, ich habe ja mal gesagt. Ich weiß nicht, wie es mit Mordi ist. Ich sage hier wieder wie, aber. Ich habe immer gesagt, ich will nach Neuseeland fahren. Brauche ich bald nicht mehr. Haben wir hier. Können wir hier in Deutschland haben. Das ist hier. In Neuseeland feiern sie ja mal Weihnachten am Strand. Die kennen gar keinen Schnee. Das ist so weit. So tropisch dort. Das ist warm dort. Das ist an Weihnachten einfach angenehme Sommertemperatur. Also nicht mega heiß, sondern also im Sommer ist es da scheiße heiß und im Winter angenehme 25 Grad. Das ist halt, ja, so perfektes Wetter zum Baden gehen. So angenehme 25 Grad. So sieht's aus. Zu Weihnachten. Dauert nicht mehr lange, da haben wir es hier in Deutschland auch. Ja. Ich meine, wer Schnee haben will, der fährt dahin, wo es Schnee gibt. Ist doch schön, wenn wir hier mal schöne Stranderlebnisse haben können in Deutschland. Wenn wir hier mal schön Urlaub unter Palmen in Deutschland, das ist doch traumhaft. Ich meine, die Leute kämpfen ja gegen die Klimaerwärmung, gegen das Umweltschutz, Klimaerwärmung und so weiter. Ich meine, wir in Deutschland brauchen es doch wirklich da keine Angst vor zu haben. Neuseeland wäre ich dabei, bis als Niederlande, das Zukunftsland, das. Ja, wir in Deutschland brauchen uns da wirklich, also wir brauchen ja. Vor der Klimaerwärmung brauchen wir gar keine Angst zu haben. Das ist.
Wieso sollen wir denn uns da Sorgen machen? Das ist, ich meine, wir sind da relativ kurz dran. Bei uns wird es dann ein bisschen wärmer. Das ist, haben wir schönische, also tropische wird es ja bei uns nicht, das ist ein bisschen übertrieben. Aber wir haben dann ein schönes Sand, so ein schönes, also im Sommer wird es ein bisschen unerträglich, haben wir ja jetzt schon 42 Grad im Sommer. Und dann in der Bude hocken, wisst ihr ja schon, das wird dann noch heißer. Aber im Winter bei 25 Grad am Strand, ich würde mich nicht beschweren. Die Sommer sind natürlich ein bisschen hart, aber... Ich bin sowieso kein großer Freund von... mir gleich besiegt. Ja, davon bin ich auch kein Freund. Ja, haben wir endlich das Rätsel gelöst. Die Bosse der Autokonzerne wollen einfach nur ihre Stadtvilla, ihre Strandvilla in Frankfurt. So sieht's aus. Wenn man sich ja wirklich richtige Strandvillen und Palmen in Deutschland, das ist... Wer wünscht sich das nicht? Hat doch alles auch was Gutes. Hat alles auch seine gute Seite. Da sind hier alle auf einem Haufen hier. Meine Fresse. Ich meine die Niederlande oder so weiter oder die Amsterdam, die können sich mal beschweren. Das neue Atlantis. Amsterdam mit ihren ganzen Kanälen und so weiter. Tja gut, das ist dann... Müssen wir unser Gras halt irgendwo anders herbekommen. Ja. Muss mir meine Marihuana-Vorräte irgendwo anders herholen. Wenn es Amsterdam nicht mehr gibt, muss man halt irgendwo